Mit SGS ist ein international führender Konzern auf Graz aufmerksam geworden und es wird hier gemeinsam zwischen dem Unternehmen und der Technischen Universität Graz ein Cyber Security Campus entstehen. Da wird einerseits ein Prüflabor entstehen, andererseits ein Forschungszentrum und es wird auch Raum geben für Aus- und Weiterbildung und auch für Startups. Die Technische Universität Graz, das ist ja eine Universität, die eigentlich weltweit Vorbildcharakter hat und die auf die Cyberkriminalität jetzt schon einen großen Fokus gelegt hat, also hier in der Forschung schon viel Vorarbeit geleistet hat. Und das ist natürlich auch diesem Konzern nicht verborgen geblieben und daher hat man zu dieser Zusammenarbeit gefunden. Im Zeitalter der Digitalisierung spielt das Thema Internetsicherheit eine sehr, sehr große Rolle. Man denke an vernetzte Geräte, vernetzte Fahrzeuge und dergleichen. Und es vergeht kein Tag, wo nicht ein Unternehmen mit einer Cyberattacke angegriffen wird. Das betrifft nicht nur die großen Unternehmen, sondern auch die kleinen Betriebe, auch die Mittelbetriebe hier bei uns in der Steiermark. Das heißt, es ist wichtig, dass wir hier Lösungen anbieten, dass wir die Technologien dazu erforschen und das wird in Zukunft hier an der TU Graz gemeinsam mit SGS erfolgen. Es gab in Summe 4 Kandidaten, die in der Grundlagenforschung bezüglich Sicherheit, vor allem im Rahmen der Hardware, sehr weit vorne dabei sind. Eine davon war die TU Graz. Da haben 2 Dinge natürlich auch mitgespielt. Einerseits aus meiner herkömmlichen Arbeit bei einem Semiconductor-Hersteller hatten wir auch gute Verbindungen zu der Universität. Das Zweite ist aber auch natürlich, dass die Universität auch kürzlich letztes Jahr mit Meltdown und Spectra mit den Attacken sehr weit natürlich sichtbar war und natürlich für uns das auch einen gewissen Effekt hat, wenn wir mit einer Uni zusammenarbeiten, die natürlich auch gewisse Sichtbarkeit hat. Die Internetsicherheit ist weltweit ein Thema und hier einen Campus dafür in Graz zu haben, ist schon etwas, auf das man ein bisschen stolz sein darf.